So Leute, da sind wir zurück bei Magic the Gathering Tools of the Planeswalkers 2015. Wir stürzen uns jetzt nach Zendikar. Du musst den Dämon Obnixilis aufspüren und den Pulleider aus seiner Braue reißen. Doch die stürmische Landschaft Zendikar ist genauso gefährlich wie ihre Bewohner. Boah, bin ich ja mal gespannt. Cutscene? Keine Cutscene, aber ein sehr schöner Hintergrund. Stärke durch Überzahl, das wird ein Goblin-Deck sein. Zendikar-Goblin machen wir, würde ich sagen, vor Obnixilis. Diesmal ist ein bisschen verändert. Aber naja. Während du auf der Jagd nach Garruk bist, ist dir doch ständig bewusst, dass auch er hinter dir her ist. Und er ist nicht die einzige Gefahr, die dir droht. Eine Bande von Zendikar-Schlägern blockiert deinen Weg. Sie verlangen all deine Schätze und geben sich nicht kampflos geschlagen. Ja, nee. Ja, wir sehen, wir haben wieder... ich hätte die erste behalten sollen. Behalte ich halt die hier. Wir haben wieder das alte Deck von mir. Also das alte, in Anführungsstrichen, das grün-schwarze Deck, womit wir gestartet haben. Ich habe es ein bisschen modifiziert, zum Beispiel hier mit der Genesis Hydra und so weiter. Ich habe ja ein paar Karten gekriegt. Und dementsprechend war die Modifizierung dann auch ganz cool und ganz angebracht. Und jetzt mal schauen, was die Stärke nicht überzahlt. Ich glaube, Deck, also ich spiele im Moment sehr viel Multiplayer. Ja? Und im Moment bildet sich eine Meta raus, die mir überhaupt nicht gefällt. Man, es gibt eigentlich, boah, geil. Es sind Verbündete. Wie geil. Oh, wie cool. Immer wenn der Erstschlag. Okay. Au. Ich mag Verbündete. Ich liebe Allies. Stimmt, die waren ja auf Zendikar vertreten. Naja, zurück zur Meta. Und zwar gibt es im Moment so drei Decks, die man andauernd trifft. Die mir auch tierisch auf den Sack gehen. Ich zeige euch die dann auch mal. Zwei davon habe ich selber gebaut, ohne zu wissen, dass sie in der Meta sind. Das andere habe ich kopiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich zeige es euch dann mal. Und zwar, das eine ist halt ein Goblin-Deck, also ein rotes Aggro-Deck, ein weißes Life-Gain-Deck, was manchmal auch schwarz-weiß ist. Und ein blau-grünes Infinity-Turn-Deck. Das weiße Deck, das Life-Gain-Deck, habe ich so ein bisschen kopiert, gebe ich zu. Allerdings, dass sowohl das grün-blaue Infinity-Turn, wusste ich nicht, dass es das gibt, als auch das rein rote Aggro-Deck. Ja, dat. Ja, weiter. Ja, Angriff. Blocken kann ich eh nicht. Mal gucken, ob wir seine Kreatur mitnehmen können. Nö. Schade. Ja. Die Genesis Hydra will ich nächste Runde, glaube ich, noch nicht spielen. Erst die Runde drauf will ich sie spielen. Genesis Hydra finde ich ganz schade, dass man da keine Länder nehmen kann. Aber was will man machen? Okay. Das sind aber also Rot und Weiß bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber Rot und Schwarz sind die schlimmsten Ellie-Farben. Ich selber spiele das in Bannfarben, also Blau, Weiß, Grün. Müsste Blau, Weiß, Grün sein. So. Zum Angriff sage ich. Wie gesagt, blocken kann ich eh nicht, also bringt es uns nicht viel, hier irgendwas aufzubewahren. Eile und immer wenn der eine andere verbündet war, eine Präsenz 1 Mark auf die. Das sind 6 Damage, hallo. Spiel, Deck. Irgendjemand, der mir helfen will? Ich gehe nämlich mal von Nein aus. Das nehme ich als Nein. Gut, die müssen weg. Die werden sehr schnell sehr groß. Ich bin ja schon mal ganz froh, dass sie den Life-Gainer nicht haben. Oder den mit den Wölfen bisher. Sondern bisher nur rein Rot Ellie spielen. Das Problem ist, ich würde gerade gern so viel machen. Machen wir es so.
Wir plussen den. Fighten ihm mit ihm. Und funden uns den Fight-Zauber wieder. Bestätigen. So können wir ihm nämlich noch Heiden Damage drücken und solange er nächste Runde nicht wieder die Eile Goblin spielt, können wir das vielleicht noch gewinnen. Vielleicht. Ich habe ja eigentlich schon ein sehr aggressives Deck, aber das Deck scheint mir doch ein Ticken aggressiver, was er hat. Ich mag das nicht. Lass das, ich hasse das. Eine Kreatur, also Schadenspunkte wie du Alice konnte. Ach du Scheiße. Ich hätte gern ein Land. Ein Land wäre einfach mega. Du bist kein Land. Kriege ich jetzt ein Land? Ich meine, jetzt ist es eh zu spät. Glaube ich. Wir können den zwei Handkarten abwerfen lassen. Aber wir können nur eine von denen blocken. Ja, das war's. Fängt ja gut an. Duell neu starten. Hart. Das ist hart. Ist nicht so einfach. Alice hätte ich auch gerne in dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Alter Deck. Hätte ich behalte ich jetzt. Das Deck verarscht mich gerade, ich, das ist ja zum Kotzen. Nee. Naja, müssen wir machen. Mal gucken, was die Alice sonst noch so zu bieten haben. Wir mussten hart mulligan, aber dafür sind wir als Zweiter dran gewesen. Also war das vollkommen okay. Gate. Perfekt. Gate. Können die relativ gut raushauen. Sie ist sehr, sehr stark, die Rache-Ranke. Ich bin ein sehr großer Fan der Rache-Ranke. Falls man das noch nicht gemerkt hat, Rache-Ranke, Rache-Ranke, Rache-Ranke. Genau. Okay. Dich. Dich für eins lohnt sich nicht weiter. Hey, lohnt sich immer noch nicht. Hallo, Spiel. Ich hab gedacht, lohnt sich nicht. Das wäre halt auch cool, wenn du das komplett über Sprachsteuerung machen könntest. Also so ein Spiel so komplett über Sprachsteuerung, das wäre schon hart. Aber darüber habe ich im allerersten Magic schon mal geredet. Also im allerersten Magic, was ich Let's Played habe, was etwas länger her ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja in der Playlist mal umschauen auf dem Kanal. Oder auf dem Zweitkanal, da sind die Playlists besser geordnet, muss ich ehrlich zugeben. Mit. Ah, okay. Ja, ansonsten, wenn man halt wirklich, das ist ja das Einzige, was ich sag, was bei Yu-Gi-Oh! Richtig cool war, war halt wirklich diese Hologramme. Und ich fände das halt so cool, wenn das in Zukunft irgendwann, in später Zukunft, auch irgendwann mal passieren könnte, dass wir eben in unserer technologischen Welt, ja, in der wir doch leicht fortgeschritten sind, die Möglichkeit hätten, zum Beispiel jetzt diese Goblins zu projizieren. Das wäre schon cool. Also müsst ihr zugeben, das ist schon hier. Voll toll und so. Ja. Also finde ich. Das wäre schon cool. Dann so ein Meucheln, wo der wirklich so hinten dran so ein Schwarzding sieht. Das Problem ist dabei, man müsste eigentlich dann alle Karten im Kartenpool haben. Und man müsste einfach die Scans dann durchführen. Dann hätte man schon Probleme mit Altered Arts. Was, wenn ich weiß, was Altered Arts sind, schämt euch. Das sind Bilder mit anderen Artworks. Oder sonstigen Mob. Ich meine, bei Altered Arts müssen zumindest die Namen frei da sein. Aber dann müsste man die in allen Sprachen, müsste da einen Scanner für haben. Man hat ja nicht wie bei Yu-Gi-Oh! Immer eine Nummer irgendwas. Wobei hier unten, glaube ich, immer eine Nummer steht. Moment. Eine Magic-Karte rauskam. Nachgucken. Ja. Also man müsste das Editionssymbol und unten die Nummer irgendwie dann machen können, um das Ganze wirklich gut darstellen zu können. Allerdings muss ich dabei dann ganz ehrlich sagen, schwierig zu machen, weil eben da zum Beispiel auch diese Altered Arts rausfallen.
Da hat man eben auch das Problem, dass man da sagen muss, okay, ist vielleicht doch nicht das Grüne vom Ei, weil die Altered Art-Karten rausfallen. Genauso hättest du dann Probleme mit den Namen. Der Zauber ist scheiße. Ich meine, okay, der ist jetzt 4-4, ja, gebe ich dem Gegner. Der ist scheiße. Nee, aber jetzt ernsthaft. Das wäre halt so eine Sache, die würde ich mir irgendwann, wenn ich dann so alt und im Rollstuhl bin, da würde ich das gerne sehen. Dass sowas existiert. Das wäre schon cool. Das wäre schon richtig nice. So Dinge, die ich im Alter noch erleben möchte. Dazu zählt unter anderem das. Na, wie blockst du? KI! Lad schneller. Bitte. Danke. Nein, ich habe vergessen, auf Pause zu drücken. Sonst hätten wir jetzt das Spiel beenden können. Doof. Okay. Die obersten vier Karten und davon können wir eine auswählen, die spielen. Bloodgast. Nimmig. Bloodgast nehme ich. Das sind mehr Kreaturen, mit denen wir gleich beenden können. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen... Oh, nö. Jetzt kriegt er 5 Leben. Och, nö. Wenn er jetzt noch eine Ellie hat, kriegt er nochmal 6 oben drauf. Scheiße, ich hätte letzte Runde echt beenden sollen. Es kommt auf einmal nicht so viel Quatsche. Sollte einfach aufhören, mit Let's Play zu reden. Entschuldigung. Das sind 10, 12 Damage, nehme ich hin. Zwölf, 13, 14, 15, 16 und Bonuskosten von... Es wären 7. Die hat er nicht. Sein hat die Karte nochmal. Kann er nicht haben. 12, 14, 16. Ja. Wir haben noch einen Lebenspunkt. Jetzt hat er einen Schock. Oh, ich dachte schon. Ja, geil. Weiter mit allen angreifen. Timer anhalten. Wachstum. Wachstum. Das sind 8, 14, das sollte reichen. Oh, yes. Ellie ist geschlagen. Okay, im zweiten Anlauf, das ist nicht schlecht. Also, doch, eigentlich ist es sehr schlecht, im zweiten Anlauf eine KI zu besiegen. Aber die Decks werden ja auch immer ausgetüftelter und ausgefeilter, die wir hier vor uns sehen. Und jetzt haben wir Schluchten der Chor. Das wird wahrscheinlich ein weißes Winnie-Deck sein. Du hast den Zendikari gezeigt, dass du keine leichte Beute bist. Und sie sind willens, deine Fragen zu beantworten. Sie weisen dir den Weg zu einer Reihe enger Schluchten, die dich nach Guldras, dem Unterschlupf von Obnixil, führen werden. Doch die Schluchten sind die Heimat der akrobatischen Chor, die dich als Feind betrachten. Chor sind ganz cool, das sind weiße Typen, die mit Ausrüstung handeln. Auch eine Sache, die ist sehr schade. Alter, Deck. Muss ich erst immer so weit runtermillen, dass du mich... Oh, schrecklich. Ja, Chor sind hier auch nicht so gut in dem Set. Also generell, es gibt ja die... diesen Flugtypi, den er jetzt auch wahrscheinlich spielt. Ja, den hier gibt's als Premium-Karte. Und natürlich Stoneforge Mystic. Wobei ich Stoneforge Mystic in jedem Set total idiotisch finde. Es tut mir leid, Wizards bzw. Hasbro, wenn ihr das seht. Aber ich finde es doof, dass nicht genug gute Ausrüstungen da sind, als dass man das benutzen könnte. Zum Beispiel Loxion Kriegshammer. Loxion Kriegshammer ist eine sehr, sehr starke Artefaktkarte. Das gebe ich jedem, der es gehabt. Loxion Kriegshammer ist halt ein Artefakt für 3 Mana zum Spielen, 3 Mana zum Ausrüsten, kriegt plus 3, plus 0, Trample, Lifelink. So. Aber sowas... Ich weiß nicht, ich finde den Kriegshammer dann schon cool und den sollte man auch noch spielen können. Könnte man auch als Premium-Karte einführen, aber
im generell